Gut, als nächstes kommen wir zum arithmetischen Mittel, auch sehr grundlegend. Ich wollte es nochmal angesprochen haben. Ist eigentlich ein cooles Wort für was, was jeder von uns schon in der Grundschule lernt, nämlich beim Notenspiegel. Da heißt es dann nämlich zum Beispiel in der Klasse, wir haben drei Einsen, wir haben zwei Zweien, wir haben drei Dreien. Oh, das ist eine echt schlechte Klausur gewesen. Sechs Vieren und sagen wir einfach 0,5 und 0,6, dann wird es auch am einfachsten. Und wenn man dann wissen will, wie gut man ist, dann rechnet man einfach den Durchschnitt aus. Und dann kann man sagen, okay, ich bin ja über dem Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt. Wenn ich über dem Durchschnitt bin, dann lag der schlechte Ausfallquote eindeutig am Lehrer. So, wie berechnet man das arithmetische Mittel? Wir kennen das. Wir rechnen dann 3 mal 1. Das heißt, dann haben wir hier, wir schreiben uns mal die 3 hin. Dann rechnen wir 2 mal 2, 3 mal 3 und 6 mal 4. So, das heißt, wir nehmen jetzt den Wert von der, also wir haben eben den Wert von der Note genommen, mal die Anzahl, wie oft diese Note gefallen ist. Und jetzt addieren wir das Ganze. So, das heißt aber jetzt nicht, dass der Durchschnitt 40 ist, natürlich nicht. Jetzt müssen wir noch die 3, die 2, die 3 und die 6 zusammenrechnen. Das sind dann 14. Und um jetzt den Durchschnitt zu berechnen, rechnen wir jetzt 40 durch die 14. Und die 40 sieht aus wie eine 46. So, dann sehen wir, dass der Durchschnitt 2,857 bla 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 ist. Also, wir wissen alle, was der Durchschnitt ist. Und deswegen wissen wir auch alle, was das arithmetische Mittel ist. In der Umgangssprache nennt man das also Durchschnitt.